Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Manuichi Abenteuer Speck. Nee, Spaß. Naja. Und oh mein Gott. Die Frame Drops. Oh mein Gott. Wahrscheinlich der Boost-Strahler macht gerade mein Spiel so langsam. Ich glaube, der Strahl ist verstrahlt. Ein Strahl, der verstrahlt ist. Gibt Sinn. No? Seems legit. Das ist die totale Logik, Leute. Müsst ihr euch merken, wer es sich glaubt, der weiß es jetzt. Jetzt bewegen wir uns. Hier, es stimmt was nicht. Wir kommen nie weiter. Wie kommen wir weiter? Ich glaube, das sieht man nicht. Man sieht doch. Oh Gott, doch wir schweben. Wir schweben. Ja. Der Behufstrahler, wenn sich Bowser umdrehen würde, dann wüsste er, wer sich jetzt in seinem Körper gerade aufhält. Aber nee, der bleibt die ganze Zeit stehen. Also, kurz zur Erklärung, der Behufstrahler sorgt dafür, dass wir jetzt hier bei der Strahlenkammer, wenn das Licht aus ist, dass dann bestimmte Blöcke erscheinen und wenn das Licht an ist, ist bestimmte Stellen, dass man an bestimmten Stellen weiterkommt. Ich glaube, also ich glaube, die Teile kommen aus der Kraftarmkammer, wo wir mit dem Muskel spielen. Oh ja. Die spielen auch gerne mit Bosses Muskeln. Jetzt hatte ich wieder kurz Standbild. Skype, jetzt bleib stabil, bitte. Eine Synapse. Ja, eine Synapse. Komm, wir gehen XP-Form. Und wie? Das muss jetzt sein. Es muss alles sein. Alles im Leben muss sein. So. Abkürzung erschaffen. Dass sich da ein Knochen reinzieht. Eieieiei. Das muss weh tun. Und Bowser spürt das aber nicht. So. Der bleibt auch die ganze Zeit wirklich stehen und lässt sich einfach mal bestrahlen. Er will verstrahlt sein. Er steht auf nukleare Sachen. Oh. Dann wird er wahrscheinlich auch ja zu den Atomsachen sagen. Nur. Er mag die Pläne von den Nationen. Und riskiert dabei die Umfelde, die dabei passieren können. Es ist auch wirklich heikel. Wenn mal wirklich was passiert, dann ist viele Jahre lang der Ort, wo diese Fabrik explodiert ist, viele Jahre lang verstrahlt, verseucht deswegen und nicht mehr bewohnbar. Ja. Schon schrecklich. Ah, es ist so schrecklich. Solche Leute, die halt auf der Welt existieren. Fukushima. In Fukushima war da auch so etwas passiert, ne? Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier auf stehen bleibe? Und jetzt einfach mal das mache. Dann. Ja, sicher. Die werden nicht nur unsichtbar, die werden sogar noch. Die werden sogar noch total durchsichtig. Was denn das? Das ist Logik. Luigi? Luigi bleibt da, wo er ist. Oh. Nein. Die sind mit einem starken Band verbunden. Sie können nicht getrennt werden. Das ist das stärkste Brüderband. Jetzt weiß ich, wie ich darüber komme. Jetzt habe ich einen Plan. Wirbelsprung. Ja. Wollte ich dir ja gerade vorschlagen, aber ich bin irgendwie. Du warst zu verplappert. Du warst zu brain off calm. Ich wollte eher sagen, abgelenkt, aber okay. Na, Brain of Car kann man auch sagen, sag man nicht auch. Ja. Manchmal bin ich auch zu Brain of Car. Markus sagt das auch ständig. Obwohl ich nicht weiß, ob das jetzt Brain of Car ist oder was ganz anderes. Eher Alzheimer, würde ich sagen. Ach Gott, als ob er Alzheimer hat, das wär mir neu. Das wäre mir ja. So neu. So eine Supernuss gibt's dafür. Eine feine, saftige Supernuss. Nom, nom, nom. Wie steht auf Nüsse? Ich mag Nüsse.
Ich mag Züge. Mhm. Ruhestand plus ist... Hm? Oh, jetzt müsste ein Zug kommen und mich überfahren. Oh je. Oh, ich wollte gerade sagen, reicht das aus? Bim! Tut es zum Glück. Also, wir machen Damage. Mhm. Die Synapsel haben auch keine Chance. Ey, der verteilt sich! It's the double XP farming. You zu der Schattendoppelgänger! Hat zu viel Naruto geguckt, oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja, wir sind Freaks, wir kennen viele Animes. Ja, ich glaube, die Synapsen stehen auf Naruto-Filler-Put. Was? Ja, Naruto-Filler-Puten heißt es ab heute. Moment. Nicht, Boruto? Nein, Naruto-Filler-Puten, wegen den Fillern. Das ist der neue offizielle Name von den Fans. Wie kommen denn die Fans auf sowas? Naja, wenn die bis 469 nur Filler machen. Die deutschen Sapa-Gruppe, das Video schaue, die rasten schon deswegen aus, die drehen schon alle am Rad, weil das nicht langsam zu viel ist. Ja, okay, ja, das ergibt natürlich Sinn. Zu viele Filler. Zu viele Filler-Personen. Stehst du auf Filler? Nicht wirklich, weil ich möchte dann lieber gleich zum wirklich großen Story-Punkt kommen. Autsch. Also zu dem ultimativen Climax. Ultimative Frage. Wann denkt ihr, kommt bei Detektiv Conan das Finale? Richtig, überhaupt nicht. Was erwarten wir? Zu viel anscheinend. Es gibt sogar noch unsichtbare Münzen. Ja, und dann hier ist eine unsichtbare Wand. Oh, wie geil. Ach nee, diese Münzen. Die sind auch Geistermünzen. Die werden nur sichtbar, wenn wir das berühren, oder was? Hä? Ja, ein bisschen. Na, so. Desmobil, was ist mit dir? Anscheinend hat er keinen Bock wieder mal. Ich denk's auch. Mhm. Na, wir werden da schon ein bisschen vorankommen. Wir kommen doch sehr gut voran. Guck dir das doch mal an. Wir spielen wie die Meister. Wir sind die Meisterklempner. So. Alter, wir schwören und gehen in die Röhren. Wo sind wir rausgekommen? Das sieht aus wie nach einem Tor. Oh ja. Und da ist die... Da ist das kleine Raupi. Das Hüter-Raupi. Und wir kommen da nicht einfach durch. Wir brauchen da etwas Großes, Sternenförmiges dafür. Das ist die gute Frage, so. Hui, da gibt's einiges zu erkunden für uns. Moment, die rote Röhre. Wo sind wir eigentlich durchgekommen? Darf ich aber schauen? Da war doch irgendwas. Da gibt's wieder für uns einiges zu erkunden. In dem Part werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ja, aber wir schaffen noch vieles, komm. Ja. Wir haben Skill. Ja, und wie? So, ein Mario-Block. Ach, der macht die Münzen sichtbar und greifbar. Ja, wir können sie greifen. Oh. So, möchte ich kaputt machen, dann geht sie kaputt. Was ist denn jetzt los? Ja, er ist gerade so richtig mit... Ja, wir können sie greifen. Oh, und ich... Oh. Wieder die schmutzigen Gedanken. Alter, das ist gar nicht schmutziges Herrn. Das war der ganze Satz mehr. Wir müssen echt einmal ein FSK 18 reintun. Also das muss eingeblendet werden. Unsere Let's Plays sind nicht Kinder geeignet. Wo müssen wir als erstes hin? Ich hab keine Ahnung. Pickel! Tut nix. Achso, ich dachte, man kann Bowser das Pickel zerdrücken und zerstören, aber wir wurden enttäuscht. Nee,
Diesen Pickel hier kann man nur ausfahren. Und da brauchen wir wieder so ein Stück, das aussieht wie ein Dreieck? Ich weiß, wir müssen irgendwo anders die Bohrfähigkeit erstmal holen. Ja, die kriegen wir jetzt hier. Welche Röhre war's denn? Weißt du es zufällig? Nein, gerade nicht, weil ich habe jetzt nicht wirklich auf die Karte geachtet. Ich mach die Karte nochmal an und dann kannst du es mir sagen. So, gehen wir erstmal hier rein. Ich schenke dir hier eine Karte. Ich glaube, ich weiß. Also man muss auf jeden Fall verschiedene Röhren betreten und die Symbole auf die Röhren geben ja das Stück an. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal rechts anfangen. Bei der rechten Röhre. Weißt du, welche Röhre das war mit dem Bohrer? Das war, glaube ich, die erste, die wir betreten müssen. Ja, das ist sie. Wenn es die ganz rechte war, gut. Ich dachte, es wäre die unten links, aber gut. Wir probieren es aus. Ich hoffe, dass ich mich nicht täusche. Und wenn du dich täuschst, was machst du dann? Tja, dann... Selber haten? Nee, das geht nicht. Das dürfst du nicht. Nö, ich werde den Part kein Dislike geben. Daran brauche ich gar nicht erst denken. Oh. Ey, die sind doch sichtbar, oder nicht? Ich glaube, diese Plattform halten, die muss man im richtigen Moment anhalten und dann beleuchten. Man merkt schon die Faces so. Hier. Wenn das Licht scheint, dann verdecken sie ihr Gesicht. So, jetzt schnell. Dass wir auch noch darauf kommen, oder geht das nicht mehr? Hey, aber du könntest, wenn du oben bist. Spring doch erstmal hoch. Nee, das bringt nichts. Doch, weil du bist auf der Plattform auf der einen. Nein, die eine Plattform da, die ist nicht davon betroffen. Ja, da komm ich. Geh erstmal rauf. Und bleib da oben stehen. Schaffen wir es eigentlich mit dem Schuh? So, ich sagte. Gute Idee. Ich würde eigentlich mit einmal schaffen. Ja, und so kannst du gleich hier warten, bis das die Plattform hoch genug ist. Und schon geht's weiter mit der Frau Reiter. Ich hoffe echt nicht, dass du recht hattest. So, wie geht denn was? Was haben wir hier? Da kommen wir wieder rauf. Auf jeden Fall geht's hier jedenfalls weiter, so viel ist schon mal sicher. Das ist schon mal so, gut. Wir haben wieder einen neuen Gegner bei uns. Was macht er? Er ist schnell. Er ist in der Luft gewesen, da darf man nicht springen. Jetzt aber. Es ist ein ziemlich schneller Gegner. Er hilft nur ein Mittel. Basketballer! Es wird Zeit für die ultimative Zerfestung. Spaß für die ganze Familie. Genau. Luigi. Und nochmal Luigi, jetzt nur noch A-Button Smashing. Luigi wird hier vorgezogen. Ja, A-Smashing. Oh Mann. Hat jemand gehört? Ist sich genau ausgegangen. So. Gegner. Da ist noch so ein Ding. Und ein Tornado eingeschlossen? Oh, da war ein bisschen zu flink. Ey, die haben ihre Form verändert. Sie wollen Feuer. Bist du Feuermann? Ich geb dir Feuermann. Hey Boss, hast du Feuer? Feuer? Na klar, Johnny. Hast du das verstanden? Ja. Alter, what the fuck? Nee. Kann aber wieder vergessen. Ein weiterer Gegner noch und dann heißt es wieder Level Up! Dann heißt es rotiere das Glücksrad. Ja, und dieses Mal auf das diesmal die Walze auf 3 stehen bleibt. Und was, wenn sie auf 2 stehen bleibt? Gibt's denn nicht? Das tut's auch. Ja. Was soll er da machen? Halt. Da müssen wir rüber. Tja. Vorerst musst du die Plattform bewegen lassen. Also Bowser, schlag mal wieder rauf. Ich schätze mal, die Plattform wird sich jetzt hier nach oben bewegen und da kommst du dann nach oben. Ja, sag's ja.
Jetzt können wir endlich... Moment, geht das? Da braucht er doch einen Hammer. Das ist doch der Oberhammer, brauchst du. Moment, ist da noch eine Plattform unten? Also so eine Buhu-Plattform? Kommt überhaupt nach oben? Da kommt da eine. Ich glaube, da müssen wir hier lang. Da ist was. Eieieiei. Und da springt er. Und da fällt er runter. Das ist scheiße. Gleiches Spiel von vorne. Und dabei geht das Mumme eh wieder so langsam. Langsam. So. Schaffen wir das damit? Ja. Das hat sogar gereicht. Die Frage ist nur, schaffen wir es darüber? Ich glaube fast eher nicht. Jetzt heißt kurz also, bauen. Ja, Bowser, tu mal deine Pflicht. Ich meine, der schlägt auf Kommando. Der muss wissen, dass man möchte von ihm, also man von ihm möchte, dass er schlägt. Genauso wie er auf Kommando getrunken hat. Ey, was wird denn da für ein Zeugs verschossen? Wird nicht gehen, da muss das Ding wieder nach oben. Das geht nicht weiter nach oben. Doch, das ging bis ganz nach oben. Na los, komm. Na bitte, ich sag's ja. Du hast immer wieder recht. Ich darf nie an dir zweifeln. Ja. So, aber jetzt aufpassen, dass wir nicht von dieser Spucke erwischt werden, weil wer spuckt denn hier? Der Spucker. Eww. Der beste Freund des Menschen. Das ist mal die ekligste Piranha-Pflanze, die man nie gesehen hat. Bam. Sie ist die geilste Pflanze der Welt. Oh. So sieht sie aus. Eine Gift-Piranha-Pflanze. Ich meine... Gab es denn schon in normalen Super Mario Bros. 10 so viele Gift-Spucker-Piranha-Pflanzen? Ja, glaube ich schon. In 3D World, glaube ich, gab es so eine, die immer Gift spuckt. Autsch, Alter, ja, kein, die ist feuerempfindlich. Der Orden ist aufgeladen. Und auch die EP-Leiste ist wieder voll. Das heißt, ein weiterer Versuch. Bringen wir die Angriffskraft auf... Statt 95, 97! Ich hab jetzt voll Lust, den Selbstheil zu benutzen. Nee. Ich glaube, das ist ein bisschen zu schwul. Warum mach ich mir solche Sorgen? War nicht nötig. Oh? Yeah. Da zieht Mario zu Recht den Hut vor dir. Aber ob das auch Luigi tun wird? Luigi hat's geschafft. Er hat die 100 KP. Hohoho, Luigi! Der Super Tank. Oh yeah! Luigi darf abfeiern! Der Super Angriffstank! Das sind Todestanks! Was Bowser da bloß für Viecher in sich drin hat? Ich meine, Bowser braucht doch irgendwas zu trennen. Braucht irgendwas in seinem Körper. Denn er war schon. Er wusste von Anfang an, ja, Mario und Luigi werden eines Tages kommen und versuchen, mir Eis kaputt zu machen. Ich sollte... Und wie hat... Er hat wahrscheinlich einen der Blöcke eingesaugt, ne? Jetzt weißt Ach, du... Ach, damit! Ja, jetzt... Ah, jetzt hast du auch das rausbekommen, was ich rausbekommen habe, oder? Ja, genau. Damit kann der Pickel gedrückt werden. Och, wir stehen doch drauf! So. Zackaba, pum. Blapp. Und schon ist der Tornado frei. Freiheit! Hashtag Freedom.
Freedom. You can take our home, but you can't take our freedom. It's time for Freedom Planet. Wir waren. Oh Mann, ich muss mir gerade denken, dass es so manche gibt's ja immer die von gewöhnlichen. Kann man beschleunigen? Soundtrack. Anscheinend. Oder nicht? Nö, wenn. Gibt nicht mehr her die Emulation. Es gibt ja jetzt so manche, die immer Lyrics von die sich immer Lyrics von bestimmten Soundtracks einfallen lassen. Und von Freedom Planet Film gibt's auch eine Sängerin, die was jetzt habe ich auch eine Sängerin gefunden, die was Lyrics gesungen hat. Also einen eigenen Text rausgekitzelt hat und der klingt echt geil. Ich weiß leider nicht mehr auswendig. Brauchen wir den blauen Panzer? Nö. Nein. Aber wir brauchen den Gegner. Papa wollte uns die Faust gegen uns erheben. Er will uns auch fisten. Tja, aber das kann er sich abschmieren. Au! Ah, Luigi liegt da. Komm, Luigi, steh auf. Und jetzt frisst sich den Gegner. Und der überlebt. Ich kann es nicht glauben. Oh oh. Aber jetzt. Wir brauchen ja nicht unsere Orden-Power, oder? Wir heben die bis zum Boss auf. Und dann gegen den Boss mit voller Stärke. Was Geballer reindrängen. Ja. Der das Boss. Wir bräuchten echt Bohnen, wenn wir Bohnen hätten. Stell dir vor, was wir für einen Angriff wir hätten. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir alle Bohnen sammeln gehen? Auch die, was wir von vorherigen Körperstellen gesehen haben, weil da gab es ja auch Ausgrabungsstellen. Könnten wir schaffen. Wollen wir wirklich so ein, Paper hat fast alle eingesammelt. Wollen wir wirklich so ein Backtracking-Part machen? Na gut. So. Jetzt sieht sich das einer an. Wir bekommen eins der Stücke. Das ist schon mal das erste Stück. Von ganz großem Glück. Aber den Bohrer haben wir leider nicht gefunden. Aber wenigstens ging's da voran. Das auch ohne das Bohrer. Das Fahrt, siehst du ihn? Hm? Da, ja. Das stimmt. Ich hab's gar nicht drauf geachtet. So ein Item, das ist ein super Pelz. So wertvoll. Ja. So wichtig. So ja. Obergeil. Einfach, um einmal vor den. Und einmal zu verhindern, dass man stirbt. So. Das Ding können wir mitnehmen, wenn wir wollen. Genau. Wir brauchen die Form aber nicht. Wir brauchen. Den oberen Zacken kriegen wir erst, wenn wir den linken geholt haben. Aber gibt es eine andere Form, die wir brauchen? Das ist ja auch bei den Röhren gekennzeichnet. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt echt genug. Wir haben fast 25 Minuten. Ja, in diesem Part suchen wir nach dem nächsten Stück. Und ja, ihr könnt euch wieder einen Kommentar, eine Wertung da lassen, was ihr natürlich kennt. Wir sehen uns im nächsten geilen Part wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Wie gesagt, und Emerald Control.